Hallo, hier ist Dunja am Freitag. Ja, diese Woche zu den Themen Borderline und Selbstverletzung und ob das wirklich eine Art Lesbenkrankheit ist. Ja, ich sitze gerade an einem Bahnhof von mir und ich warte gerade auf meinen Zug. Ich bin extra ein bisschen zu Lust gegangen, um das alles noch gut machen zu können, weil ich weiß nicht, wie ich später dazu kommen werde. Schaffen weiß ich nicht, aber ist ja auch okay. Ja, Laura hat nochmal kurz angesprochen, dass wir auf der Gayvention waren. Und es war echt total super lustig und auch Jen ist total gastfreundlich und ihre Freundin Sandra auch. Und überhaupt Laura und ihre Freundin Tine und auch meine Sandra, die dabei war, es war echt ein toller Tag gewesen. Und müssen wir echt nochmal wiederholen. Ja, so wie dazu. Bisschen komisch, ich kann aber ein bisschen meine Umgebung filmen, falls das jemand interessiert. Da. So ein Abstiegsbahnhof, so ein kleiner. Ja. Gut, da sitze ich. Da. Okay, und ich wollte halt, auch was zu diesem dieswöchigen Thema unbedingt was sagen. Und im Grunde wurde schon alles gesagt von den anderen. Auch dass sich Selbstverletzung nicht gleich eine Borderline-Krankheit ist, beziehungsweise die Borderline-Persönlichkeitsstörung, sondern selbstverletzendes Verhalten ist einfach, ja, es kann alles Mögliche sein. Und auf das Thema Selbstverletzung wollte ich nochmal ein bisschen genauer heute eingehen. Ich muss sagen, dass ich das Problem in meiner Jugendzeit auch hatte. Aber ich musste jetzt ehrlich gesagt nicht genau wirklich ins Detail gehen und alles erzählen und so. Aber es ist dennoch so gewesen, ich habe keine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder etwas dergleichen. Aber man kann was dagegen machen. Man kann mit sich selber damit halt auch auseinandersetzen, beschäftigen auch. Und was auch gut ist, ist, wenn es zu extrem wird, dass man sich wirklich in Therapie begibt auch, wenn es wirklich zu extrem ist. Und mit dem Selbstverletzen gibt es verschiedene Erscheinungen. Zum Beispiel erstmal bekannt ist zum Beispiel das Ritzen auch. Und es gibt auch andere Formen, zum Beispiel sich selber beißen, Kopf gegen Wand schlagen, überhaupt gegen etwas schlagen auch. Und Menschen, die sich selbst verletzen, die wollen im Endeffekt gar nicht sich umbringen oder sind Suizid unbedingt. Sie wollen halt sich einfach noch spüren und gewisses fühlen, dass sie halt was, dass sie halt noch leben auch. Und selbstverletzendes Verhalten ist halt einfach viele Aspekte, dass man das überhaupt auch macht. So. Zum Beispiel es ist oft eine Art Begleiterscheinung der Pubertät auch, dass viele Jugendliche mit sich selber nicht zurechtkommen und viele innere Aggression haben auch. Das liegt auch oft immer, nicht immer, aber es liegt oft am Elternhaus, an der Erziehung auch, so dass viele junge Mädels oder viele junge Jungs, das machen auch total viele Aggressionen und in sich haben halt und müssen halt damit raus. Jugendliche und auch junge erwachsene Menschen überhaupt mit Aggression, die wollen sie natürlich rausbringen. Dann gibt es die einen, die verletzen sich selber, richten die Aggression nochmal gegen sich selbst. Und oder es gibt halt Jugendliche, die andere halt, an andere Menschen halt ihre Gewalt auslassen oder gar auch an Tieren oder whatever, was es halt alles gibt auch. Und es ist schwierig, damit auch umzugehen, auch wenn man jetzt eben mit jemandem in der Partnerschaft ist, der sich halt selbst verletzt und so. Weil Menschen, die das selber haben, man kann ihnen das nicht wegnehmen einfach auch. Aber man kann es unterstützen, indem man es erstmal akzeptiert, dass es da ist, dass man die Person halt nicht damit ständig konfrontiert und sagt, ey, lass die Scheiße, es sieht scheiße aus mit deinen ganzen Narben und hör auf damit und so, weil so fühlt sich der Mensch auch nochmal angegriffen und
merkt, dass er noch, dass er gestört ist und macht, so macht man das eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen schlimmer auch. Ja, ich weiß auch nicht, das ist echt ein schwieriges Thema, auch wirklich sehr schwierig. Ja, wie soll man damit umgehen? Wie soll man damit umgehen, wenn man das selber hat? Ja, wenn man das wirklich schon viele, viele, viele Jahre hat und man ist über der Pubertät drüber und man hat diese, man hat das immer noch, dann wäre das doch, denke ich mal, ratsam, auch eine Therapie zu machen. Und ansonsten, wenn du jetzt etwas jünger bist und du hast manchmal das Bedürfnis, dich zu ritzen, dir weh zu tun, ich weiß nicht, was kann man machen? Also ratsam wäre zum Beispiel, du hast gerade total die Aggression und du musst dir irgendwie rauslassen und suchst schon deine Klinge, roll ein Handtuch zusammen und klopf damit auf ein Kissen oder keine Ahnung, was Weiches, was halt gerade da vorhanden ist. Aber richte deine Aggression nicht gegen dich selbst, weil das bringt nichts. Was auch gut gegen Aggressionabbau ist, ist auch Sport treiben, Musik hören, mit einer Freundin quatschen, whatever eigentlich. Und auf jeden Fall ist es erstmal, dass ich dann auch versuchen, irgendwie abzulenken. Weil ich meine, klar, das ist halt ein Drang, dass ich dann, wenn man was erlebt, man ist sauer, man ist traurig, man möchte was dagegen machen und dann ist halt der einfachste Weg, erstmal für einen auch erstmal zur Klinge zu greifen oder gegen die Wand zu boxen oder sich zu beißen. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Übung nach der Zeit geht das auch. Ist jetzt leichter gesagt als getan, aber ja, ich denke mal, im Internet findet man auch ein bisschen auch Hilfe und Rat und Forum mit Menschen, die auch dasselbe Problem haben, weil Selbstverletzen ist gar nicht so selten. Es ist überhaupt nicht selten. Das ist jetzt auch kein Modetrend, wie zum Beispiel, wie man es jetzt von den Emos kennt. Und ja, ich weiß, Klischee, Klischee, Klischee. Emos rützen sich alle, das will ich auch gar nicht sagen, aber es gibt halt wirklich viele, wenn ich zum Beispiel in der Innenstadt bin, da ist ein Emo-Treffen, wo ich ja eigentlich auch nichts gegen habe, eben das seine. Aber wenn man sich wirklich, wenn die etwas kürzere Kleidung tragen, dann sieht man wirklich auch die Ritze und ja, dass da halt Einschneidungen sind auch und Narben. Und ich denke auch, dass Ritzen nicht nur eine Art Aggressionsabbau ist, sondern einfach auch ein Hilferuf auch nach Aufmerksamkeit und Hilfe und Unterstützung auch. Und ja, ich denke, es, wie gesagt, ich denke, es ist auch therapierbar, das ist nichts, womit man jetzt sein ganzes Leben lang rumrennen muss. Und ich denke, das kann man schaffen auch, ob mit professioneller Hilfe oder ohne, wie gesagt, es kommt darauf an, wie schwerwiegend das ist, ob man die Hilfe in Anspruch nehmen sollte oder nicht. Und im Großen und Ganzen möchte ich noch dazu sagen, was das jetzt mit dem Lesbischsein zu tun hat. Ja, es sind halt öfter Frauen halt von ob jetzt von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oder von selbstverletzlichem Verhalten sind Frauen öfter betroffen. Und dadurch, dass auch viele Frauen davon betroffen sind, und Frauen sind ja auch so lesbisch, ne? Denkt man halt, das ist halt eine Krankheit, das ist halt so eine Art, ja, dass es dazugehört irgendwie oder überhaupt. Aber im Allgemeinen, ja, ist es gar nicht so. Es fällt öfter auf und deshalb, ich kenne auch sehr viele lesbische Frauen, bisexuelle Frauen, die das Problem haben, die sich selbst verletzen oder gar sogar eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine Krankheit auch. Und ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt mehr sagen soll oder kann. Ja. Das ist ein ziemlich ernstes Thema, es ist wirklich ein ernstes Thema auch und mir ist auch heute da nicht so nach zu mit Scherzen auch, aber okay. Dann was ist von mir, nächstes Mal wieder ein bisschen heimischer und ich wünsche euch dann ein schönes Wochenende. Bis dann, Duni. Ciao.